Fantastic. Guten Tag und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Clash of Clans mit dem Fred. Heute mal wieder im alten Aufnahmedesign. Ich habe Fraps mal wieder angeschmissen und heute mal, ich habe mal die Folge Tod von oben genannt. Ich habe mich da mal an GTA 5 orientiert. Vielleicht werden es einige von euch kennen. Tod von oben, eine beliebte Mission bei GTA 5, habe ich mir gedacht, komm, wir haben jetzt hier einige Ballons fertig, wir haben einige, ja, wir haben noch einen Drachen in der Klamburg und deswegen fand ich, das passt ganz gut. Ich habe 7 Minuten dauert das noch. Ah, hätte ich noch einen Zauber, ich will trotzdem mal eben angreifen. Und mal eben gucken, wobei wir gucken jetzt erst hier, what the fuck, habe ich gelesen bei Danny, das war eine ganz gute Base. Warte mal, Sound ist an, das ist auch schon mal okay. Kann ich gleich auch mal eben noch ganz kurz was zu den neuen Membern sagen, die noch nicht drin sind übrigens. Die noch nicht drin sind, also Leute, bleibt noch gechillt. Hier haben wir also eine das ist ja wirklich mal eine WTF-Base, oder? Vom Base-Design her auf jeden Fall, die Gebäude, naja, gehen ja sogar halbwegs noch. Aber auf jeden Fall von der Aufteilung her ist das auf jeden Fall schon recht nah an einer WTF-Base dran. Ich habe übrigens gehört, wir haben gleich noch Special Guests im Livestream um 18 Uhr. Ja, ich freue mich schon. Alter, nicht laggen bei so vielen Leuten. Bei so vielen Angreifern. Marbuel will auch dabei sein im Livestream. Ja, für alle, die ein Fan von Marbuel sind, kann ich euch auf jeden Fall beruhigen. Der ist gleich wahrscheinlich auch mit dabei. Hat er zumindest zugesagt. Wird wahrscheinlich ganz lustig werden. Also 18 Uhr wird das stattfinden. Für alle, die es jetzt noch nicht wissen, de.twitch.tv/MrMobileFanboy. Warte mal, de.twitch.tv/MrMobileFanboy. So sieht das nämlich aus. Für alle, die da Interesse haben. Während jetzt hier noch die WTF Base von Danny angegriffen wird. Ja, Loot war sogar ganz in Ordnung. Hätte allerdings auch noch ein bisschen mehr rausholen können, finde ich. Wenn er von oben angegriffen hätte. Dann hätte er was rausholen können. War ja doch nur ein bisschen Elixier und Gold übrig. Aber okay. Das war Danny und wir haben auch schon wieder einen neuen Clankrieg gestartet. Ah, ich könnte jedes Mal kotzen, wenn ich das sehe. Weil so kurz nach dem einen schon wieder einen startet. Oh hier, yeah, vom Boss haben wir noch eine schöne Wiederholung. Oh, wir haben sogar noch zwei schöne Wiederholungen. Von Boss auf den Everlast. Ohne Clan, aber dafür mit einer... Ja, ich finde das Base-Design sogar gar nicht mal so extrem schlecht. Nur das Problem ist halt, man sollte niemals Mauern verschwenden, wie wir das ja da oben rechts sehen. Das finde ich nicht so gut. Ich wollte mich übrigens nochmal ganz herzlich bedanken bei euch für die ganzen Rückmeldungen auch zu der Fail-Folge. Finde ich ganz lustig eigentlich, so Fail-Folgen. Die gehen auch immer ultra ab irgendwie. Also ich finde, wir müssen noch viel mehr failen, Leute. Wir müssen noch viel mehr failen. Das macht einfach auch irgendwie... Irgendwie macht es ja auch Fun. Das ist ja auch das, was im Grunde diesen Kanal ausmacht. Also, ja. Ab und zu so ein kleiner Fail, der muss auf jeden Fall mal sein. Ist zwar nicht immer so, aber ab und zu kann das doch mal vorkommen bei mir. Und ja, so ist das halt. Während jetzt hier der Boss noch ein bisschen aufräumt und 165.000 Gold schon hat und jetzt gerade noch die 100.000er Marke... an Alex ja auch noch geknackt hat und vielleicht kriegt er noch die 200.000 hin. Ich bin gespannt. 20 Sekunden hat er noch. Ich habe mal auf zweifache Geschwindigkeit gestellt. Wo ist denn überhaupt noch was? Ja, nur noch in den Minen und Sammlern, ne? Ah, ne, da ist noch. In den Minen und Sammlern. Da sind noch oben sind noch ein paar Elixiersammler und noch eine Goldmine. Okay, die kriegt er nicht mehr. Wir sind vielleicht sogar 4 Leute heute Abend im Stream. Das wäre natürlich geil. Und dann kann ich hinterher noch schön das Länderspiel gucken oder ihr auch. Deswegen habe ich das auch ein bisschen vorgezogen. Sollte dann auf jeden Fall laufen. So, ihn wollte ich gerne, kann ich nicht angreifen, hier den 5-Fab-811, weil er die Luftabwehr in der Mitte hat. Können wir mal gucken. Können wir nicht. Können wir ihn angreifen? Komm. Nein, auch nicht. Das ist immer... Mein Gott, dass man die Leute nie angreifen kann, das riecht mich auch auf. Immer haben sie ein Schild. Genau. Ihn könnten wir vielleicht. Okay, aber... Ja... Lohnt jetzt auch nicht unbedingt. Oh, scheiße, warum setze ich denn die Bogenschützen? Ich kann doch die Queen nehmen. Die Queen und den King. Zack. Da haben wir doch schon den Loot. 2%. Das muss auch mal reichen. Ich will eigentlich gar nicht einen Kristall. Das ist mehr so ein Nebeneffekt, den ich jetzt hier gerade habe. Angriffslock. Nein, Verteidigungslock. Wen wollte ich noch angreifen? Ihn hatte ich gerade. Na, Jackie kann ich leider nicht. Jens könnte ich noch vielleicht. Bitte, bitte, bitte. Nein. Ross. Nein, auch nicht. Sir Cabbage kann ich auch nicht. Alter, das sind halt, die anderen sind halt so Leute. Ihn könnte ich noch. Was hat er denn? Oh, das ist doch auch wieder, ich meine, könnte ich zwar angreifen, aber hat ja auch kein Loot, ne? Ich meine, das wäre ja Verschwendung. Ich spare zwar momentan, will so ein bisschen Dunkles noch sammeln, aber, ja, hat sich auch nicht so gelohnt. Alter, hier, Zombie, der hat mich ultra.
Der hat mich ultra hart rangenommen. Wenn ich das mal so sagen darf. Ah, Sudisuki. Alle haben sie ein Schild, natürlich. Und Kangmin. Ah, Leute, ey, das darf doch nicht wahr sein, oder? Ah, das ist auch... Ich meine, was soll ich da suchen? Ich meine, guck mal, er hat ja... Das ist im Grunde eine What-the-fuck-Base, aber auch natürlich ohne jeglichen Loot, den wir hier haben. Mann. Mami, ich muss da oben scrollen. Habt ihr von dem Update gehört? Da werde ich übrigens morgen drauf eingehen. Ich muss da erst noch ein bisschen recherchieren, dann könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Morgen kommt eine Folge dazu. So. Das ist ganz wichtig, ne, damit ihr das hier nochmal seht. Wenn man das visuell vor sich hat, ist das doch immer leichter zu merken, als wenn ich das jetzt nur sage. Also morgen kommt eine Folge zum Update. Ich werde da mal ein bisschen was zu sagen. Werde davor noch ein bisschen recherchieren. Ach Leute, kommt, ich brauche mal ein bisschen Loot jetzt hier. Wir haben so eine gute Armee zusammen. Na, ich weiß nicht, ob ich es wieder überspringen soll, die Gegner suche. Ich glaube schon. Ich mache hier einen kleinen Cut rein. Suche mal einen gescheiten Gegner mit ein bisschen Ressourcen und dann sehen wir uns gleich wieder bei hoffentlich einem erfolgreichen Angriff. Nee, der nicht. Bis gleich. So, ich habe jetzt, muss erst mal im Stuhl rutschen. Ich habe jetzt, glaube ich, hier einen gefunden, den ich einfach mal testweise mal angreifen will. Und zwar habe ich einen Plan. Ich habe einen Plan, der jetzt hier hintersteht. Und zwar will ich die Loons aufteilen auf zwei Ecken und dann versuchen, an zwei Ecken die Lager kaputt zu machen. Werden sehen, ob das klappt. So, jetzt baue ich mal hier einen hin. So, Hälfte dahin. Jetzt baue ich nämlich hier noch einen hin. Hälfte der Loons dorthin. Und habe die Hoffnung, dass das dann halbwegs kloppen wird, Mama. So, ich weiß natürlich, dass die Loons jetzt gleich kaputt sind durch die Sachen, ne? Also durch die Luftabwehr. Das ist mir auch egal. Ich wollte ja nur die beiden, ich will nur die beiden Lager da haben. Also quasi vier Stück insgesamt. So, bitte. Clan-Truppen kaputt machen, bitte. Ja, das könnte noch ein bisschen problematisch werden, dass die jetzt außen rumgehen. Das war jetzt nicht so geplant. Komm. Ah, jetzt geht der auch dahin. Es ist doch zum Kotzen. Es ist... Oh, wow, 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 wow. Komm. Alter, komm ja noch mit Clan-Truppen raus. Okay, das könnte mal ein bisschen... Na, das ist ja auch kaputt. Scheiße, was haben wir hier noch drin? Lebt die Queen noch? Die Queen lebt noch, ne? Gut, die Queen lebt noch. Ja, es war wirklich mal ein Versuchseingriff, wirklich. Also, einfach mal zum Testen während der Aufnahme. Nehmt mir jetzt nicht so übel, wenn es jetzt in die Hose geht. Ich wollte einfach mal testen, was jetzt hierbei rumkommt. Ist jetzt nicht ganz so viel rumgekommen, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber egal. Wir sind ja noch am Testen. Ja, es ging sogar, oder? Also, haben wir eigentlich einen Stern geholt gerade? Haben wir, ne? Ja. Ja, es war halt ein Versuch. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, ob ich an die Lager rankomme. Und ja, es ging nicht ganz so auf, wie ich mir das erhofft hatte, aber immerhin haben wir die Kosten gedeckt. Oder? Fast, oder? Weiß ich gar nicht. Ich baue noch ein paar Loons. Ich habe Lust, noch ein bisschen Loons zu produzieren. Ich habe noch einen Arbeiter frei. Aber ich sammle gerne noch ein bisschen Gold und mache da noch ein paar Mauern. Es fehlen noch so viele Mauern, das ist unglaublich. Ich gucke ja jetzt immer hier nach. 167 haben wir, 83 fehlen noch, Alter. 83 Mauern fehlen noch, Mama. Okay. Was haben wir sonst noch in der Ausbildung? Würde ich auch gerne noch ein paar Bogenschützen nachreichen. Das passt, da brauchen wir nichts von. Ich würde gerne auch noch wirklich ein bisschen Dunkles sammeln, um nochmal was abzugraden. Können aber mal gucken, was wir da noch upgraden können. Ich weiß nicht genau, ob ich dann die Lakaien upgraden soll. Ihr könnt mir das ja mal schreiben, was ihr mir empfiehlt. Also die Schweine fallen weg. Das heißt, zur Auswahl stehen die Lakaien, Valkyre, Golem und Hexe. Die stehen zur Auswahl. Ich weiß nicht genau. Die Hexe ist natürlich ultra teuer, bis ich das mal zusammen habe. Alternativ noch die Bogenqueen, ne? Für 35.000 könnte ich auch noch machen. Okay. Ja.
Ich würde sagen, wir sind auch am Ende gekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen bei dieser kleinen Experimentalfolge. Und wir sehen uns dann um 18 Uhr wieder im Stream. Bis dann. Abonnieren nicht vergessen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann. Tschüss.